Warum heißt die Chino-Hose eigentlich Chino und warum ist sie in sehr vielen Situationen die bessere Wahl als eine Jeanshose? Darauf will ich hier kurz mal eingehen. Absolute Top-Empfehlungen zum fairen Preis. In diesem Falle Modelle von Hackett London. Die habe ich dir wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Klick dich da gern mal durch. Erstmal, sind Chinos formelle Hosen? Die Antwort ist nein. Aber du gelangst in den teilformellen Bereich, was dir mit einer Jeans nicht gelingen wird. Ja, die Geschichte der Chino reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück, als britische Soldaten in den fernöstlichen Kolonien, speziell in Indien, ihre Uniformen an das heiße und feuchte Klima der Region anpassten. Diese sehr leichten Hosen wurden sowohl von chinesischen Arbeitern als auch von britischen Soldaten getragen, welche die Hose als Dienstuniform verfeinerten. Danach war es dann nur noch eine Frage der Zeit, bis Chinos in den zivilen Bereich eingeführt wurden und heute, oder sind sie eigentlich kaum noch wegzudenken. Und hier haben wir auch schon den Pluspunkt, den die Chino verglichen mit Jeanshosen hat. Jeans werden in der Regel aus strapazierfähigem Denimstoff hergestellt, der robust und eher rustikal ist. Die Jeans muss also dem Material geschuldet gröber wirken, da mehr Struktur im Stoff erkennbar ist, was sie zwangsläufig informeller macht. Chinohosen hingegen, die bestehen nicht aus Denim, sondern aus feinem und leichterem Baumwolltwill, einem Baumwollgewebe in diagonaler Körperbindung, aus dem die Hose also gefertigt wird. In der wärmeren Jahreszeit hat das den Vorteil, dass die Hose zumeist bequemer und auch atmungsaktiver ist und ihr zudem maximale Bewegungsfreiheit bietet. Gerade auf Reisen, ich denke da an Flugreisen oder auch an lange Autofahrten, da wirst du das sehr schnell zu schätzen wissen. Chinos schlagen, könnte man sagen, die Brücke zwischen Anzughose, Stoffhose und Jeans. Sie sind also elegant und dennoch lässig. Ihr leichter Stoff ist, wie gesagt, atmungsaktiv, extrem komfortabel und er bietet maximale Bewegungsfreiheit. Sofern du Passform und eher minimalistisches Design beachtest, kannst du die Chino zu, ich sag mal, fast jedem Anlass tragen. Von Business Casual über Familienfeiern, Ausflügen mit Freunden im urbanen Bereich bis hin zu Dates, da passt die Hose eigentlich immer. Ja, tatsächlich sind die großen Bereiche Smart Casual und auch Business Casual abgedeckt und im Prinzip kannst du die Chino zu jedem Anlass tragen, wo eine Anzughose overdressed und eine Jeans underdressed wäre. Und ja, je nachdem, wie du die Chino kombinierst, also sei es mit T-Shirt und Sneakers oder mit Button-Down-Hemd und Oxford-Schuhen, eventuell ergänzt durch einen Blazer, bekommt die Chino auch einen komplett anderen Look. Der Einsatzbereich von Chinos ist, wie angedeutet, breiter gefächert als der von Jeans, die, wie gesagt, immer casual bleiben werden, egal mit welchem Schuhwerk oder mit welchem Oberteil du sie kombinierst. Natürlich ist es sehr wichtig, dass die Chinos gut sitzen. Sie sollten weder zu eng noch zu weit sein, aber schon gar nicht zu eng, wie ich meine. Nichts falsch machen kannst du mit Regular Fit und das ist ja auch das, was ich dir bei Jeanshosen empfehle. Slim Fit geht zur Not auch, Tapered und andere Formen, die sind hier und da auch zu sehen, sind aber eher untypisch. Und gerade Slim geht ja auch oft auf Kosten des Komforts, der ja schließlich charakteristisch für die Chino ist. Übrigens kann man die Hose ohne weiteres, manche sagen sogar man muss, ohne Gürtel tragen, was ja auch ein Zeichen ist, dass du stilsicher die richtige Bundweite gewählt hast. Was die Länge der Chino anbelangt, da wird es schon ein bisschen kontroverser. Viele schwören drauf, dass sie oberhalb vom Knöchel enden muss, also keine Falten schlagen darf und fast schon als sogenannte Hochwasserhose durchgehen. Naja, ich sehe das nicht ganz so eng, das ist wohl eher Geschmackssache. Zu lang, also bis zum Absatz oder darüber hinaus, sollten sie auf keinen Fall gehen. Aber zu kurz wirkt für mich auch nicht wirklich harmonisch. Und wie kombinierst du nun das Ganze am besten? Na, hier hast du wirklich weitreichende Freiheit. Die Chino-Hose kannst du nämlich sowohl casual zum T-Shirt oder Sweatshirt und auch Ledersneakern tragen, als auch, wenn man es etwas businesstauglicher machen möchte, zum Hemd und Blazer mit Derbys, Chelseas oder natürlich auch Loafer. Der Klassiker ist vermutlich das Polohemd, das gut zu quasi allem passt und
nur die Sache wunderbar abrundet. Auch hier habe ich persönlich mit Hackett London sehr gute Erfahrungen gemacht, exzellente Qualität und vor allem immer gute Passform. Rein farblich würde ich bei Chinos keine allzu großen Experimente machen. Es bieten sich eher neutrale Farben an, beziehungsweise klassische, wie zum Beispiel Beige, Marineblau und, wie ich finde, gerade Khaki sieht bei Chinos besonders stimmig aus. Lass es mich wissen, wenn du was hinzufügen willst. Mach gerne den Daumen für das Video hoch und wirf, wenn du magst, auch einen Blick auf unsere anderen Videos.